insgesamt hat, wenn man Kamel aus N-Elementen wählt. Doch bevor man sich gleich mit der Allgemeinheit quält, machen wir das mal zumindest halbwegs alltagsrelevant am Beispiel Fahrradzahlenschloss, wahrscheinlich jedem bekannt. Hier kann man 5 Stellen verdrehen und wir fragen uns nun, wie viele Möglichkeiten gibt es, dies zu tun? Nun, wie viele Möglichkeiten gibt es für die erste Stelle? 10. Und für die zweite Stelle? 10. Für die dritte Stelle? 10. Für die vierte? Na, 10. Und für die fünfte ebenfalls 10. Das macht insgesamt 10 mal 10 mal 10 mal 10 mal 10, also 10 hoch 5 gleich 100.000 und man kann sehen, kann man an K-Stellen allgemein aus N-Optionen wählen, wird man N hoch K Möglichkeiten dafür zählen. Soweit dann ist verstanden? Okay, nächstes Beispiel. Achtläufer beim 100-Meter-Sprint. Die Frage ist jetzt nicht nur, wer von denen gewinnt, sondern wir schauen uns jetzt die komplette Reihenfolge an und wollen wissen, auf wie viele Art und Weisen es sein kann, dass die im Ziel ankommen und dadurch eine Reihenfolge entsteht. Das nennt man Permutation und das geht ebenfalls nach dem Prinzip.